So, angekommen in Portugal, Nummer 173 haben wir. Ich mach mal die Tür zu. So, zu ist er. Fluchtwege haben wir. Erster Weg, die Toilette. Handtücher, das, Bidet, Lokus. Hier aus. Gut. Meine Frau räumt schon die Sachen ein. In wenigen Minuten haben wir hier Ordnung. Safe, muss ich mal sehen, was der kostet. Kriegen wir auch raus. So, und jetzt ist hier noch ein anderer Raum. Der Aufenthaltsraum, Fernsehraum oder was ich, wie das Ding es heißt. In der Küche. Mikrofernseher. Deckenventilator. So, und ab nach draußen. Dieser und der Balkon daneben angehört uns. Und mit dem Ausblick haben wir ein bisschen Pech gehabt. Fernbedienung, Klimaanlage und Fernseher. Wir haben die Zimmer sehr früh gekriegt, so gegen 12 Uhr. So, jetzt kommt die Meckerecke. Die Gartenmöbel auf dem Balkon sind ja wirklich nicht mehr auf dem allerneuesten Stand, um Gottes Willen. Selbst beim Abwischen geht Farbe von den Stühlen ab. Na, mal sehen. So, und ob die Tür sicher ist, das weiß ich auch nicht. Hier ist doch schon mal einer reingegangen. Da kann man doch gar nicht richtig abschließen. Einmal von außen gegen gedrückt und drin ist man. Und noch eine Meckersache. Wie ich den Heizstrahler im Bad ankriegen soll, das ist mir ein Rätsel. Er steht auf 1, geht aber nicht an.